Recht herzlich willkommen zur 33. Folge von This War of Mine. Ja, Pavel war letztes Mal plündern, ist verletzt worden. Ich weiß gar nicht, wie schwer. Müssen wir jetzt mal gucken. Hoffe nicht so schlimm, aber ja, irgendwas war da. Er hat sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Krümmt sich aber schon wieder ein bisschen. Das heißt, scheint er da doch was abgekriegt. Ja, wir haben diese Teile alle gekriegt. Geht so. Das muss was Altes sein, oder? Katja braucht eine Bandage. Bruno braucht Tabletten. Der ist noch schwer krank, der Maren. Und da war wohl doch keine Verletzung bei Pavel sozusagen, ne? Gucken wir mal rein. Wir sind verletzt, wir brauchen dringend Bandagen und Tabletten brauchen wir auch. Gucken wir mal kurz durch. Bandagen und Tabletten schreiben sie. Aha, und er schreibt auch noch seine Geschichte. Bei der Bushaltestelle, wo ich von den Ambulanz überlagert werde und kein Bus in meiner Stadt fertig war, am Boden zerstört, nur wir haben mir vorne nicht zu sehr getan. Bleiben jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr gut geht. Seit der Erinnerung habe ich nichts mehr von ihr gehört. Okay, und Katja sagt was? Brauchen Hilfe, ohne Bandagen verbluten wir. Genau. So, haben wir Bandagen? Ja, zwei Stück. Verletzt. Leicht verletzt. Schwer krank und verletzt. Das heißt, du nimmst mal eine Bandage und Katja nimmt eigentlich auch eine Bandage. Bruno ist leicht verletzt, krank. Und er ist schwer krank. Das heißt, wir geben dem Schwerkranken die Tabletten. Und gucken dann weiter. Herrn Bruno, da müssen wir hin, mal hochgeht. Auch wenn er krank ist. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Warte mal, Bruno. Einmal in den Ofen Feuer geht. Okay. Und da hätten wir noch einen. So. Er ist müde. Geht jetzt mal schlafen. Obwohl er hungrig auch noch ist, aber das machen wir später. Sie kriegt die zweite Bandage. Und er ist hungrig und schwer krank. Der isst erstmal eine Konserve. Bruno sollte kochen gehen vielleicht, ne? Und er ist der Schwerkranke, der geht hier unten schlafen. So, was macht Katja? Katja geht hier das Fleisch machen. Oder geht Bruno dahin? Ja, Bruno geht dahin, dann geht Katja dahin. Gott. Okay, Bruno ist als erstes fertig. Und kann da auch wieder was reinmachen. Dann geht Bruno zum Essen. Katja macht das hier auch nochmal. Herstellen. Und dann kann... haben wir alles dafür? Ja. Können wir mehr machen? Nein. Wo fehlt's dran? Ich glaube, es fehlt nur am Holz, ne? Beziehungsweise stellen wir also das her. Katja geht noch Wasser machen. So, dann kann Bruno aber jetzt, glaube ich, auch zweimal Nahrung machen. Das sollte er auch tun. Katja kümmert sich nochmal ums Wasser. Die anderen beiden schlafen. Bruno ist gleich fertig. Der kann auch selber was essen. Katja
Hat ja das zweite Wasser auch noch, wenn es geht. Ich weiß aber nicht, ob wir so viele Filter noch haben. Ne, haben wir nicht mehr. Das heißt, gehen wir zur Werkbank. Und dann geht Bruno mal runter, oder? Brauchen wir noch einen Filter? Ah, das war jetzt blöd. Sie hätte auch gleichzeitig drei herstellen können. Obwohl, dann bleibt Bruno mal hier. Er geht den Filter einsetzen und Bruno kann noch zwei herstellen, zwei Filter. Wäre noch was Interessantes? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch die Tür hier. Nochmal zwei Filter. Erstmal. Könnt ihr macht das. Gut, dann haben wir auch zwei Reservefilter. Da oben ist nichts mehr zu machen. Wir haben keine Lebensmittel haben wir noch genug, keine Tabletten oder sowas. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Und Katja geht mal da gucken. Und Bruno geht mal da gucken. Ja, was können wir herstellen? Eine Schippe brauchen wir. Oder? Ja, ich glaube, eine Schippe brauchen wir. In der Schule waren wir noch nicht und da kann man bestimmt noch was freischaufeln. Also wir waren schon in der Schule, aber nicht erfolgreich. So, gucken wir mal hier in den Kräuterladen. Tabletten können wir nicht machen, weil uns da der Alkohol fehlt, ne? Ja, Kräuter fehlen uns auch, sowas nicht. Haben wir denn irgendwo was zum... Haben wir eine Destille? Wir haben keine Destille, oder? Da sehe ich die jetzt nur gerade. Damit können wir Alkohol herstellen. Platzieren. Ich glaube, wir haben keine, ne? Wenn, dann ist jetzt auch zu spät, glaube. Passt schon. So, Bruno. Geht hier hin. Und da kommt schon wieder die Nacht. Katja muss definitiv schlafen, weil die sehr müde ist. Krank, leicht verletzt, er steht Wache. Und er geht plündern. Er ist schwer krank. So sieht's aus. Und wir wollten vielleicht in die Schule gehen, wo ist sie? Da bombardierte Schule. Und dafür nehmen wir den Spaten mit. Das nehmen wir mit. Da ist auch Handel, oder wie war das? Warte mal, gehen wir nochmal zurück. Möglicher Handel. Sollten wir eine Konserve mitnehmen, ja. Ich weiß nicht, wie lange unser Gemüse noch hält, das lassen wir mal so. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich vielleicht tauschen will, ist die Dose da. Dann gehen wir los. So, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, da war ja Gefahr, ne? Er stolpert auch ganz schön hin und her, ne?
ist schon wer. Das sind nur Ratten, oder? Ne, es sind zwei. Es gibt wichtigere Dinge zu tun, okay. Oh-oh. Okay. Okay, hier oben können wir wohl hin. Ohne dass uns irgendeiner was will. Okay, wir nehmen erstmal immer alles mit. Was steht da auf dem Zettel? Oh, Zettel, da ist kein Zettel. Na, super. Die ist zu. Dann gehen wir mal nach oben. Das müsste eigentlich gehen, ne? Ja. Und dann gehen wir hier rüber. Geht gar nicht. Okay. Nee, wir gehen da lang, mein Guter. Ich hoffe, hier gibt es keinen Sniper, dann haben wir ein Problem. Alles nehmen. Seine Beine sind taub. Nehmen wir auch alles. Und da kommen wir auch noch hin. Ja, ich glaube, wir haben gerade ein Problem. Schießbude, was lassen wir hier? Der tut mir noch nichts. Ich lasse dich diesmal noch gehen, aber das nächste Mal bringe ich dich um, okay? Oh, es sind sogar drei. Okay, die wollen mich nicht töten. Okay, wir sind sowieso vollgeladen. Also alles gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.